Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laut gedacht. Essen und trinken muss man immer. So sagen viele, wenn man über das Gastronomiegewerbe spricht. Aber was sind die Gründe dafür, dass wir immer häufiger auswärts essen anstatt zu Hause? Warum achten wir immer weniger auf eine ausgewogene Ernährung? Wir haben uns im Zentrum von Bad Homburg für Sie umgehört und wollten unter anderem wissen, wie viel Geld die von uns befragten Passanten für Restaurantbesuche ausgeben, wie sie sich zu Hause ernähren und ob es Dinge gibt, auf die sie bei der vermeintlichen Gaststubenauswahl besonders achten. Frau Leidinger, wie oft würden Sie sagen, gehen Sie außerhalb essen? Naja, so zweimal im Monat. Das ist ja gar nicht so oft. Hat das einen bestimmten Grund? Tja, ich bin alleinstehend und da findet man nicht immer so die Freunde und das ist halt das Problem. Vielleicht wird bei Ihnen zu Hause einfach besser gekocht? Ich kann sehr gut kochen. Würden Sie uns denn mal zum Essen einladen? Unter Umständen ja. Was kochen Sie denn am liebsten? Nudelgerichte und auch, Grillfleisch oder halt. Essen Sie Nudelgerichte lieber beim Italiener oder schmeckt es Ihnen selbstgemacht besser? Lieber selbstgemacht. Haben Sie da vielleicht auch Bedenken wegen der Hygiene? Gibt es Dinge, auf die Sie achten, wenn Sie mal draußen essen? Ja, unter Umständen ja. Ich gucke mir halt die entsprechenden Restaurants aus, wo man auch in die Küche gucken kann, ist ganz wichtig zum Beispiel. Und man muss in die Küche gehen dürfen. Haben Sie schon Erfahrungen mit Lieferdiensten gemacht? Überhaupt noch keine, gar keine. Was gefällt Ihnen nicht an Lieferdiensten? Weil das meistens Fast Food ist und das liebe ich gar nicht so. Pizza oder so, ich muss auch auf meine Figur achten und wie das halt so ist. Ne? Ein bisschen gesund sollte es ja auch sein. Als letztes würden wir gerne wissen, ob es einen Tag gibt, einen besonderen Anlass, bei dem Sie immer auswärts essen, zum Beispiel an Geburtstagen. Ja, eigentlich, das weniger, aber wenn hier Laternenfest ist oder solche Feste, wo man gerne draußen ist, im Sommer auch, und dann gehe ich gerne außerhalb essen. Herr Hoffmann, wissen Sie ungefähr, wie oft Sie in der Vergangenheit auswärts essen waren und wie viel das gekostet hat? Also früher würde ich sagen, so 2 bis 3 Mal die Woche und circa bis 150 Euro. Haben Sie eine Lieblingsgaststätte? Ja, ein gutes Restaurant hier oben ist der Hirschgarten, da war ich sehr oft mit meiner Frau oder auch hier in der Altstadt. Erinnern Sie sich noch, was es das letzte Mal gab? Ja, Rinderfilet mit Kräuterbutter. Und wie hat es Ihnen geschmeckt? Sehr gut, sehr lecker. Hätten Sie es zu Hause nicht so hinbekommen? Das stimmt nicht, nein. Das kriege ich genauso hin. Wieso essen Sie dann nicht zu Hause? Ja, weil ich die Atmosphäre manchmal brauche. Einfach hinsetzen, ohne danach abzuspülen und ohne davor zu kochen. Dafür weiß man aber nicht, was wirklich alles drin ist im Essen. Man weiß ja nicht, ob es in der Küche hygienisch zugeht. Hatten Sie da noch nie Probleme? Ja, sehr. Letztens war meine Frau hier in Bad Homburg beim Italiener essen mit einer Freundin. Die haben dasselbe gegessen und danach hatten sie beide Magen-Darm-Grippe. Oder es ging ihnen halt nicht gut, beiden. Hygiene ist ein großes Thema, insbesondere in der Lokalität. Und, was sagen Sie dazu? Also ich nehme an, dass sich jeder Koch nach der Toilette die Finger wäscht. Das erwarte ich eigentlich auch von meinen Kindern und die sind 2 und 4. Okay, die letzte Frage. Warum würden Sie sagen, essen Sie lieber zu Hause als in einem Restaurant? Ja, lieber nicht. Das hat ganz einfach was Organisatorisches. Ja, wenn ich 2 Kinder habe, kann ich nicht rausgehen und kann bis abends spät wegbleiben zum Essen. Dann muss ich daheim bleiben. Frau Fuhrmann, gehen Sie häufiger mal essen? Ja, ich gehe öfter frühstücken. Das Frühstücken gehe ich manchmal 2-3 Mal die Woche. Warum geht man gern mal auswärts essen? Keine Zeit, keine Lust zum Kochen vielleicht, würde ich sagen. Erinnern Sie sich noch an Ihr letztes Abendessen auswärts? Letztes Mal, das war gestern, da gab es Leberkäse und 2 Spiegeleier und Bratkartoffeln. Gibt es da bei Ihnen irgendeine Routine? Gehen Sie beispielsweise immer zum gleichen Italiener oder immer freitags essen? Ja gut, ich gehe ja nicht immer am gleichen Tag essen. Es kommt darauf an, was so anfällt und auch, ob ich alleine gehe oder mit jemandem gehe.
Also da ist so keine Regelmäßigkeit. Ne? Und Sie haben kein Lieblingsrestaurant, welches Sie uns empfehlen können? Ach, ich springe immer. Ich springe mal hier, mal da. Würde ich sagen, denn gestern war ich auch zum ersten Mal in einem Lokal essen, weil da Bekannte waren. Und da bin ich spontan hingefahren. Wenn Sie so oft springen, könnten Sie es wahrscheinlich öfter mal mit Krankheitserregern zu tun bekommen. Ja, ich weiß schon, dass die Hygiene in den meisten Küchen nicht so ist, wie es sein sollte. Deswegen habe ich auch eine Lieblingsdönerbude hier in Bad Homburg und da weiß ich, wie es hinter den Kulissen aussieht, sagen wir mal so. Was würden Sie abschließend sagen, unterscheidet den Restaurantbesuch vom Kochen zu Hause? Ja, mir geht es mehr oder weniger um die Geselligkeit, um den Kontakt und so. Also würde ich sagen, ja, Geselligkeit, Kontakt. Herr Warninger, wir suchen nach Passanten, die uns etwas darüber erzählen, warum und zu welchem Anlass sie lieber in der Gaststube essen als zu Hause. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, also Außerhausessen ist immer toll, wenn das Wetter mitspielt. Heute hätten wir ja die Gelegenheit, aber wenn ich da nach oben gucke, da ist mal was gewesen, hier im Kurhaus, da tut sich ja lange nichts. Das soll ja im Mai schon aufgemacht werden. Nichts. Also müssen wir wieder weitersuchen. Da oben, ich will jetzt keinen Namen nennen, da gibt es auch noch zwei Außenkneipen. Da geht es, da kann man essen. Italiener, ja, zwei Italiener. Hört sich so an, als würden Sie oft essen gehen. Was ist mit den ganzen Kosten, die das verursacht? Naja, ich muss zu Hause essen oder auch draußen essen. Und wo schmeckt es besser? Beim Italiener und dann kommt meine Frau. Ob das Ihre Frau genauso sieht? Ja, wenn es nicht so teuer ist, schmeckt es ihr immer gut. Die achtet also eher auf die Finanzen? Die achtet aufs Limit. Ist doch normal, ne? Kritiker bemängeln vor allem die oft intransparente Hygienesituation. Hat es Sie auch schon mal erwischt? Ja, ich hatte auch schon mal den Fluch der Pharaonen. Gibt es etwas, auf das man achten sollte? Das kann man schlecht. Ich kann ja nicht in die Küche reingucken. Ich muss also den Leuten vertrauen, dass die Hygiene stimmt. Und deswegen haben wir ja auch dann die sogenannte Ordnungspolizei, die das mal prüfen muss. Unangemeldet vor allen Dingen. Ne? Wenn man sich anmeldet, ist immer alles topfit. Frau Noah, wie oft gehen Sie draußen essen? Einmal, naja, sagen wir mal genauer, wenn ich ganz genau sein will, alle 14 Tage. Ist das nicht teuer? Ich habe zum Glück einen Mann, der das bezahlen kann. Gibt es einen besonderen Ort, wo Sie besonders gern essen gehen? Wir haben verschiedene, es kommt drauf an, was wir essen wollen. Wenn wir italienisch essen wollen, dann suchen wir uns schon hier in Bad Homburg den Italiener aus. Und ansonsten, unser Wohnort ist Obererlenbach. Da kann man auch sehr gut essen gehen, da essen wir dann treu deutsch, ja, und so eben in der Richtung. Was bestellen Sie sich für gewöhnlich? Alles, was nichts mit Deutsch zu tun hat, auf gar keinen Fall. Wie ist es eigentlich mit Ihren Kochkünsten bestellt? Naja, wie ich geheiratet habe, konnte ich gar nichts, aber aus Liebe hat man es doch gelernt. Und da ich sehr viel verreise und da gucke ich woanders schon mal in die Kochtöpfe, und dadurch klappt das jetzt mit dem Essen ganz gut. Was würden Sie nun für ein Resümee ziehen? Ich bin sehr faul, ich koche nicht gerne, aber gut. Und da freue ich mich immer, wenn wir essen gehen. Aber genauso gut, mittlerweile kann ich es auch zu Hause kochen. Herr Molke, wie oft essen Sie nicht im eigenen Zuhause? Früher sind wir das öfter mal auswärts essen gegangen, aber in den letzten Jahren, sagen wir mal, einmal im Monat ist da einmal Pflichtessen und damit hat sich die Sache auch dann. Gibt es dafür ein Budget? Nein, kein extra Budget. Wissen Sie vielleicht, wie viel Geld Sie ungefähr ausgeben? Doch, ich achte schon darauf, aber ich weiß auch ungefähr, was man da ausgibt, wenn man zu zweit essen geht. Was gab es das letzte Mal? Das ist sehr schwierig, das weiß ich nicht so genau. Haben Sie ein Lieblingsrestaurant? Ja, bei uns in Friedrichsdorf, in Köppern, Friedrichsdorf-Köppern, da gibt es einen, wo wir besonders gerne hingehen, ja. Haben Sie schon mal über den hygienischen Zustand in diesen Küchen nachgedacht, wenn Sie auswärts essen? Bisher an und für sich noch nicht, nein. Also bisher vertraute ich den Köchen ziemlich genau und ich muss sagen, bisher sind wir auch noch nicht enttäuscht worden. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsessen? Ach, an und für sich, da gehe ich querbeet durch die ganze Küche durch. Dort, also es gibt kein Lieblingsessen. Ich muss schon sagen, was mir halt eben auf der Speisekarte gefällt, das bestelle ich dann auch dort. Frau Richard, wie oft würden Sie sagen, gehen Sie monatlich im Restaurant essen? Im Allgemeinen im Monat 5 bis 6 Mal.
Und wie fühlt sich das Portemonnaie nach so einem Monat an? Mein Portemonnaie ist Gott sei Dank noch gut gefüllt. Erinnern Sie sich, was Sie das letzte Mal bestellt haben? Nudeln und Pizza. Und hätten Sie das nicht auch zu Hause selbst machen können? Klar hätte ich das hingekriegt, sogar sehr gut. Aber? Es ist schön, mal auszugehen. Haben Sie sich schon mal über die Hygiene Gedanken gemacht? Klar habe ich mir Gedanken gemacht, aber gerade bei Pizza, die kommt ja sehr heiß. Also nehme ich mal an, dass da schon viele Bakterien weg sind. Sie meinen, wenn Sie Pizza liefern lassen? Überhaupt noch nicht. Sie haben das noch nie in Anspruch genommen, oder was meinen Sie? Ich habe sie noch nicht in Anspruch genommen. Weil noch bin ich beweglich und kann überall hin. Sagen Sie es in Ihrem Umfeld weiter, wenn es Ihnen besonders gut schmeckt? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Wenn ich zufrieden bin, sage ich es weiter. Wenn ich unzufrieden bin, genauso. Was würden Sie abschließend sagen, warum Sie gerne essen gehen? Ja, weil mir das Lust und Freude macht, wegzugehen. Das ist immer wieder ein Erlebnis, sich an gedeckten Tisch woanders hinzusetzen, als wenn ich es zu Hause mache und ich habe die Arbeit. Hallo ihr beiden. Könnt ihr uns sagen, ob ihr gerne mal draußen essen geht? Ja, was verstehen Sie unter draußen essen? Alles, was nicht in der eigenen Küche produziert wird. Okay, ja, tun wir. Sehr gerne sogar. Xenia, dein Ja ist nicht so überzeugend. Wenn da die Bienen kommen, dann habe ich zwar ein bisschen Angst, sondern esse ich doch lieber gerne drinnen. Herr Binder, schmeckt es bei Ihnen zu Hause nicht so gut wie auswärts? Ja, also wenn meine Frau Soßen macht, dann schmeckt es mir schon drinnen besser, würde ich sagen. Die kann ganz gut kochen. Und ja, das will schon sagen, dass eigentlich, wenn sie kocht, dann drinnen besser schmeckt. Und wie oft essen Sie auswärts? Jetzt mal so über einen Monat vielleicht verteilt 3 bis 4 Mal. Lassen Sie sich auch mal etwas nach Hause bringen? Ja, nehmen wir auch Pizza, bestellen wir oder halt Chinesisch bestellen wir. Was bestellst du dir am liebsten, Xenia? Ich bestelle mir meistens so, wenn ich Chinesisch essen gehe, dann so gebratene Bananen oder Äpfel. Und glaubst du, dass das gesund ist? Ich glaube nicht so. Aber es schmeckt trotzdem. Ja. Frau Gröbel, gehen Sie zufällig öfter mal auswärts essen? Fast gar nicht. Fast gar nicht. War das früher vielleicht häufiger? Ja, ja. Als mein Mann noch berufstätig war, waren wir schon öfter mal essen gewesen. Und, vermissen Sie es? Überhaupt nicht, weil mir das eigentlich nicht gesund gekocht wird. Machen Sie es zu Hause besser? Ja, fettarmer. Sie haben gesagt, Sie gehen fast gar nicht essen. Wo gehen Sie hin, wenn es denn mal soweit ist? Ja, wir gehen schon mal in eine Pizzeria, ich würde gerne in ein besser gestelltes Hotel gehen, um dort zu essen. Aber das Geld? Aber das Geld ist im Portemonnaie nicht mehr vorhanden. Können Sie uns als Letztes nochmal sagen, warum Sie nun lieber zu Hause selber kochen, als ins Restaurant zu gehen? Ich habe ja gesagt, dass ich fettarmer koche, bewusster koche und bewusster esse. Und deswegen gehe ich nicht so gerne in die Lokalitäten. Herr Fritzl, wissen Sie ungefähr, was für Essen Sie am liebsten auf dem Teller haben? Generell, also eigentlich deutsche Küche, kann auch mal was Exotisches sein, Chinesisch, Türkisch, aber eine Currywurst mit Pommes ist auch drin. Essen Sie lieber zu Hause oder doch lieber draußen? Also wenn es gut ist, dann lieber auswärts. Aber auch zu Hause esse ich gerne, ja. Wissen Sie, wie oft Sie auswärts essen? Mit Mittagspause und mit der Frau am Wochenende 3 bis 4 Mal. Ist doch bestimmt auf Dauer teuer, oder nicht? Ja, es geht. Also wenn man aufs Preis-Leistungs-Verhältnis achtet, dann passt das ganz gut. Gibt es Orte, die Sie häufig zum Essen besuchen? Ja, also einmal unser Stammrestaurant, ja auch hier in Bad Homburg. Da passt es mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ansonsten auch mal außerhalb in Frankfurt oder in Kronberg. Das ist ganz gut. Ziehen Sie bei der Auswahl Ratschläge von Bekannten in Betracht? Wie wichtig ist der Informationsaustausch untereinander? Ja, ich denke mal, sehr wichtig, weil wenn man wohin gehen möchte und man weiß nicht, wie die Qualität ist oder auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, ist es schon wichtig. Aber man sollte halt beachten, wie es da halt schlechte Nachrichten schneller herumgetragen werden wie gute oder gute Eindrücke. Haben Sie selber auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht?
Also schlechte Erfahrungen habe ich so keine gemacht. Ich schaue halt auch, wie es optisch aussieht, das Restaurant oder der Fastfood-Imbiss. Und dann wege ich immer noch ab, gehe ich da jetzt rein und esse was oder halt nicht. Frau Tack, wie oft gehen Sie die Woche ins Restaurant? Unregelmäßig, eher einmal, wenn überhaupt. Wissen Sie noch, was es das letzte Mal gab? Ja, Flammkuchen gab es. Flammkuchen war sehr lecker, ja. Haben Sie Lieblingsrestaurants, wo Sie dann häufiger hingehen? Nein, da gibt es keinen. Also es gibt sehr selten bei uns Fastfood. Das ist dann mal so die Ausnahme. Können Sie uns einige Gründe nennen, warum man lieber zu Hause kochen sollte? Da weiß ich, was ich reinmache. Ich habe die Ernährung umgestellt. Das sind sehr leckere Sachen, die man kochen kann inzwischen. Mit den tollsten Sachen backen. Brötchen backe ich alle selber inzwischen. Leckere Kuchen. Also mir schmeckt es eigentlich das Selbstgemachte besser als inzwischen irgendwo, wenn man irgendwo hingeht. Glauben Sie, die Menschen werden sich immer mehr ungesund und unausgewogen ernähren? Wie könnte man dem entgegenwirken? Also ich denke schon, dass das schlimmer wird. Die Gesellschaft ist so, das hat man ja jetzt mitbekommen, dass es, je weiter man zurückschaut, dass die Leute alle so groß werden mit Fastfood. Ich finde es schade. Was man machen kann, weiß ich nicht genau. Die Eltern, das liegt halt an der Erziehung vielleicht, dass man da das näher bringt, den Leuten, den Kindern vor allem, das in der Schule beibringt. Also ich fand es noch wichtig, dass wir in der Schule Ernährungsberatung hatten. Ich habe jetzt auch erst vor einem halben Jahr wieder eine Ernährungsberatung mitgemacht und finde es einfach nur klasse, was da so empfohlen wird. Und finde es wichtig, dass die Leute sich gesund ernähren. Flavio, wie oft gehen Sie auswärts essen? Eigentlich gar nicht, ja, weil ich mich selber koche. Da lässt man sich doch erst recht mal bekochen. Wie gesagt, am meisten gar nichts, weil die Leute sind die Bedienung unfreundlich. Ja. Deswegen esse ich bei mir zu Hause, ja. Oder unterwegs. Ja. Was essen Sie am liebsten? Eine Pizza eigentlich. Woher kommen Sie denn? Ich komme aus Norditalien. Aber ich mache Süditalien, wo richtig was los ist. Ja. Weil Norditalien ist genauso wie in Deutschland, so langweilig. Ja. Grillen Italiener eigentlich auch so gern? Also grillen, tue ich gerne grillen. Also grillen mag ich gerne, ja. Also das ist meine Leidenschaft. Kann ich für die ganze Welt grillen, mir egal. Können Sie unseren Zuschauern vielleicht irgendwelche Tipps zum Grillen geben? Eigentlich ein Koch erzählt nicht sein geheimes Rezept, ja. Da muss immer was versteckt bleiben. Ja. Dann verraten Sie uns doch wenigstens, was Sie am liebsten zubereiten. Nudeln mag ich gerne, ja. Weil dann geht es so schnell, in 5 Minuten bist du fertig. Ja. Nudeln auf dem Grill? Nee, auf Grill zu Hause, meine ich, ja. Und was machen Sie auf dem Grill? Auf Grill machst du, was weiß ich, ja. Also eine Bratwurst geht auch schnell, ja. Naja, es kommt drauf an, musst du an die Mitte schneiden, dann geht es schneller, ja. Sonst brauchst du nur noch 15 Minuten. Als Koch muss doch mehr an Tipps drin sein. Also am besten musst du zu Hause kochen, vorbereiten und mitnehmen und dann die Welt so wie jetzt, egal was. Na gut, vielen Dank für die Antworten. Okay, danke, schönen Tag noch. Das war's wieder einmal von Laut gedacht. Die Gastronomen, vor allem in Bad Homburg, dürften sich über die Antworten unserer Passanten freuen. Denn die meisten, mit denen wir sprachen, erfreuen sich, der eine regelmäßiger als der andere, ihre Gastfreundschaft und Küche. Es gab auch viele kritische Stimmen, die vermehrt vor unausgewogener, ungesunder Ernährung warnten. Von der nicht zuletzt wegen dem anhaltenden Interesse an Fastfood-Produkten immer mehr Menschen betroffen sind. Wir haben mit gutem Grund eine Menge einleuchtender Gründe gehört, warum man immer noch am liebsten zu Hause essen sollte. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schon mal vorsorglich einen guten Appetit und hoffen, dass Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn es heißt, laut gedacht, hier haben Sie das Wort.